Hallo zusammen, Leute. Heute wollte ich mit euch über den dritten Teil der Feliasson-Saga sprechen, und zwar die Wölfin. Mal gucken, dass ich das gut in die Kamera bekomme. Jawohl. Also das Cover finde ich ja schon mal gut gelungen. Also mir haben die anderen beiden Cover noch ein bisschen besser gefallen, aber es passt trotzdem gut in die Reihe rein und ist ähnlich dick. Ich dachte zuerst, es wird vielleicht ein bisschen dünner als die ersten beiden Teile. Habe ich mich aber getäuscht. Ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben, die werde ich euch jetzt nach und nach erzählen, was ich so für Gedanken hatte. Also wir befinden uns jetzt im dritten Teil und auch hier gab es zum Anfang wieder einen Prolog. Das wird sich offensichtlich jetzt durch die Reihe durchführen, hat sich jetzt herauskristallisiert. Im ersten Teil hatten wir einen Prolog zu Tilstir, das heißt also dem Magier, der dann die Otta Jasko von Feliasson begleitet hat. Zu dem werde ich heute auch noch ein bisschen was sagen. Im zweiten Teil hatten wir Abdul, den Tulamiden, dem die Gruppe dann später im Himmelsturm begegnet ist. Auch einen sehr, sehr langen Prolog. Also es ist ja eigentlich nicht wirklich ein Prolog im eigentlichen Sinne von einem kleinen Kapitelchen, das da vorne steht, sondern es ist ja eigentlich eine kleine Geschichte, fast wie eine Kurzgeschichte, die davor steht. Und sowas Ähnliches haben wir hier auch. Hier ist es aber eine Frau, und zwar Nirka, die wir hier begleiten, eine Nivesin, die aber eigentlich auch wieder nicht zu den Nivesen gehört. Es ist eine Wolfsfrau aus der Verbindung ihrer Mutter mit einem mystischen Wesen. Es wird nicht genau definiert, was es ist, wahrscheinlich irgendwie ein etwas Werwolfartiges. Also sie ist auf jeden Fall irgendwie eine Mischung aus Mensch und Wolf. Deswegen ja auch der Titel Die Wölfin passt dahingehend super. Und es führt uns halt, also der Prolog führt uns dann ein in die Welt der Nivesen, in diese Welt der Karene, das heißt also so was Ähnliches wie Rentiere und Jurten und Schneelandschaften, Steppen und so weiter und so fort. Also dafür ist der Prolog auf jeden Fall gut geeignet. Ich fand ihn jetzt nicht ganz so spannend wie die ersten beiden, deswegen war der Einstieg hier in den dritten Teil nicht ganz so packend. Es gibt nämlich sogar zwei Prologe eigentlich, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und zwar einmal eben diesen Prolog von Nirka. Der ist gar nicht so lang, ich glaube so 30 Seiten oder sowas. Und dann gibt es noch einen zweiten Prolog in Anführungszeichen. Und zwar schalten wir gleich nach Nirka zu Beorn. Beorn kennen wir ja, das ist der Gegner von Feliasson. Das heißt also, der Gegenspieler, der bei der Wettfahrt die zweite Otta Jasko anführt. Und Beorn ist ja im Himmelsturm geblieben, während Feliasson es gelungen ist, dort zu fliehen im zweiten Teil. Und wir erleben jetzt erstmal, was Beorn dort im Himmelsturm so mitmacht. Seine Otta Jasko, wie er gefoltert wird, wie er versucht zu fliehen, wie er sich Gedanken macht, wie er mit Padona spricht und so weiter. Gerade diese Geschichten mit Padona, da gibt es eben viel, ich habe mich hier aufgeschrieben, viel Blabla. Ganz so krass ist es natürlich nicht, aber es wird viel gesprochen, viel geredet, viel philosophiert. Und das ist gerade am Anfang des Buches, finde ich, ein bisschen schwierig. Es sind so die ersten 60 Seiten oder so. Weil dort möchte man erstmal in das Buch hineingezogen werden. Und natürlich gibt es die große Aufgabe von Beorn, dann aus dem Himmelsturm zu fliehen. Aber das kristallisiert sich da noch nicht so raus. Also das ist, zumindest diese Gespräche, die drehen sich da nicht um diese Aufgabe, sondern da geht es eher um Padona und so weiter, um sie besser zu charakterisieren. Das ist natürlich auch wichtig, aber so früh im Buch hat mich das eher so ein bisschen von der Geschichte abgelenkt. Ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Also im dritten Band, wir sind jetzt im dritten Band, dort nehmen die Charaktere jetzt langsam Fahrt an. Das heißt also, wir haben die Charaktere jetzt wirklich kennengelernt. Das ist ja einer der großen Vorteile von so einer großen Reihe. Wir begleiten die Charaktere ja wirklich über lange, lange Zeit. Ich meine, das ist jetzt der dritte Band. Jeder Band hat so um die 500 bis 600 Seiten. Das heißt also, wir haben jetzt schon mehr als 1000 Seiten gelesen und haben diese Charaktere kennengelernt und sind mit denen vertraut geworden. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, dem Charakterspiel wahnsinnig gut das wahnsinnig gut zu beobachten, weil wir kennen die Charaktere, wir können wissen, wie sie aufeinander reagieren und so weiter. Und es sind ja im zweiten Teil noch ein paar Charaktere hinzugekommen, ein paar neue Charaktere, die hier von Hennen und Robert Corvus auch wunderbar eingearbeitet werden und auch gerade die Konflikte herausgearbeitet werden. Da sage ich euch mehr dazu, wenn ich gleich über die Figuren spreche.
jetzt erstmal noch ein bisschen zum Plot. Also der dritte Teil, oder das dritte Abenteuer der ursprünglichen Phileas und Saga, fand ich immer so ein bisschen schwächer. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es hinter dem Himmelsturm platziert ist. Und ihr wisst ja, der Himmelsturm ist mit Abstand mein beliebtestes Abenteuer von der Phileas und Saga. Und deshalb war das für mich immer so ein bisschen so ein Abfall. Das haben die beiden Autoren hier aber sehr gut gelöst. Also das Buch ist doch trotzdem nicht langweilig. Es ist natürlich nicht der Höhepunkt, den der Teil 2 darstellt, aber es ist trotzdem gut gemacht. Also der Plot, der dreht sich vor allem um eine Seuche. Das ist eigentlich der Hauptplot. Das heißt also, Filiason geht nach Riva, das ist eine Hafenstadt, und bekommt dort die dritte Prophezeiung, und ihm wird prophezeit, dass er einen Kampf kämpfen muss, den man nicht mit Waffen gewinnen kann. Und es ist eben eine Seuche, weil nämlich unter den Nivesen ist eine Seuche ausgebrochen. Einer in der Otayasko von Filiason ist natürlich Nivese. Hier sehen wir auch wieder perfekt ausgedachte Konfliktsituation. Das heißt, er möchte so schnell wie möglich zu seiner Familie zurück, zu seiner Sippe zurück. Und Filiason begleitet ihn mit seiner Otayasko. Und sie versuchen eben, diese Seuche zu bekämpfen. Das ist mehr oder weniger der Hauptplot. Dabei lernen wir dann die Länder kennen, die sich im Norden Aventuriens befinden. Es ist an sich eine sehr abwechslungsreiche Handlung. Dadurch, dass wir eben immer von verschiedenen Punkten durch Aventurien reisen, haben wir eben verschiedene Stationen, die wir dort abklappern, lernen verschiedene Gegenden kennen. Dadurch wirkt die Handlung aber auch leider ein bisschen zerrissen. Wir haben zwar schon so ein paar Elemente, die das Ganze dann verbindet, aber es ist halt eben nicht so wie im zweiten Teil, wo wir den Himmelsturm erkunden und dort eben dann von A nach B einen kompakten Handlungsstrang haben, sondern hier ist es eher so plotartig, so spotartig. Wenn ich gerade den Himmelsturm erwähne, auch der Himmelsturm spielt natürlich hier im ganzen Roman immer wieder eine Rolle. Einmal natürlich, weil Filiasons Otayasko sich da immer wieder erinnert, was sie für Erlebnisse hatten. Nicht nur die neuen Charaktere, die im Himmelsturm zu ihnen gestoßen sind, sondern auch die Charaktere, die schon lange dabei sind. Und als zweites Element schalten wir immer wieder mal rüber zu Beorn, der ja noch im Himmelsturm steckt und versucht dort zu fliehen. Also der Himmelsturm ist hier im dritten Teil immer noch sehr, sehr präsent. So, jetzt habe ich euch schon versprochen, wir gehen ein bisschen mehr auf die Figuren ein. Da das ja hier dieser Krankheitsplot ist, können Figuren sterben. Und das Besondere an dieser Sage ist mir hier im dritten Teil bewusst geworden. Eigentlich gibt es nicht so viele Hauptfiguren, die wirklich essentiell sind. Es gibt natürlich Beorn und Filiason, die beiden Anführer. Die müssen natürlich bis zum Ende bleiben, weil sonst würde diese Wettfahrt ja zusammenbrechen. Dann gibt es vielleicht noch diesen Baden Ohm, den man vielleicht noch als Hauptcharakter bezeichnen könnte, der bleiben muss. Pardona sicherlich. Und eventuell noch die Dravia-Geweihten, diese Herfahrt oder diese Abenteuerfahrt durch ihre Prophezeiungen erst immer wieder auslösen. Die braucht man eigentlich, aber alle anderen Charaktere sind ersetzbar. Es liegt auch daran, dass das ja natürlich vom Ursprung so gedacht war, dass es zwar ein paar wichtige Meisterfiguren gibt, aber der Rest dann von den Spielern von der Schwarze Auge ausgefüllt wird. Und genauso ist es hier auch. Es gibt ein paar wichtige Meisterfiguren, die man haben muss, und der Rest ist eigentlich ersetzbar. Das bedeutet gleichzeitig, dass Hennen und Corvus hier freie Bahn haben und alle möglichen Hauptcharaktere sterben lassen können. Und das macht natürlich das Ganze auch sehr spannend. Dann kommen wir zu einem Charakter, der besonders gut gelungen ist, meiner Meinung nach. Das ist Breioslob. Breioslob ist ein Breios-Geweihter, der eben auch aus dem Himmelsturm gerettet worden ist. Der gerät jetzt hier in diesem Band in den Fokus. Er war Sklave im Himmelsturm, und als Breios-Geweihter hat er wahnsinnig viel Konfliktpotenzial. Erstmal mit seiner eigenen Vergangenheit, mit dem Sklaventum, mit dem Geknechtetsein, aber natürlich auch mit der Gruppe. Wir haben hier mehrere Elfen, wir haben hier Zauberer. Da haben wir viel Konfliktpotenzial. Das habe ich mir noch aufgeschrieben zu ihm. Ja, er hat sehr viel kraftvolle Szenen dann in dem Buch. Und zwar muss er den Elfen bezirzen, weil nämlich seine Freundin, seine Geliebte, wenn man so sagen will,
liegt im Sterben, ist an dieser Krankheit der Nivesen erkrankt und sie liegt im Sterben und sie kann eigentlich nur durch Magie gerettet werden. Das ist ja auch schon ein wahnsinniger Konflikt, weil der Präausgeweihte natürlich gegen Magie ist. Sie kann aber nur durch Magie gerettet werden. Jetzt muss er ein Wesen anflehen, das er eigentlich verabscheuen müsste nach seiner Religion. Ein magietreibendes Wesen. Und er fleht dann den Elf natürlich an, dass er seine Freundin retten soll. Ob das jetzt klappt oder nicht, verrate ich euch jetzt an der Stelle nicht. Das solltet ihr selber lesen. Aber das ist auf jeden Fall eine Szene, in der wahnsinnig viel Konflikt steckt und die dann natürlich auch wahnsinnig toll zu lesen ist. Ja, ein anderer cooler Charakter, der hier eingeführt ist, ist Doktore Bombastus Baraculus. Sein Name ist schon göttlich. Das ist ein sehr barscher, selbstbewusster Charakter, ein Doktor, der die Medizin auch als Wissenschaft versteht und der möchte unbedingt diese Seuche eindämmen. Und ihr seht ja, in einem Plot ist es immer ganz wichtig, wenn man einen Charakter hat, der etwas unbedingt will. Also der einen wahnsinnig großes Ziel hat und das auch unbedingt erreichen will, weil da schlägt dann wahnsinnig viel Potenzial drin. Er kann mit anderen Figuren in Clinch kommen, er kann mit dem Plot in Clinch kommen. Also so ein Charakter macht immer Spaß und auch hier der Dottore Bombastus Baraculus hat hier nicht enttäuscht. Super Charakter mit super Auftritten schon von Anfang an, also als die Seuche noch gar nicht so wirklich eine wichtige Rolle spielt. Tritt er schon Filiasson entgegen und kann sich auch gegen diesen starken Charakter Filiasson ist ja auch ein wahnsinnig starker Charakter, mit auch einem wahnsinnig wichtigen Ziel, hier seht ihr es auch nochmal, kann sich auch gegen diesen Charakter behaupten, also das ist wirklich richtig gut. Und es gibt auch noch eine andere interessante Entwicklung, und zwar zwischen Tilstir und Sidaine, ich weiß nicht genau, wie man die aussprechen soll. Also Tilstir kennen wir ja als Magier im ersten Teil, der eine große Schuld auf sich geladen hat, denn zusammen mit anderen Jungs aus seinem Dorf haben sie damals ein Mädchen gefangen, eine Schiffbrüchige, und sie wurde dann einen ganzen, so ein halbes Jahr lang immer wieder vergewaltigt. Er selber hat da nicht mitgemacht, nicht so wirklich zumindest. Er wollte sie befreien, hat das aber nicht geschafft und so weiter. Also kann man alles nachlesen im Prolog vom ersten Teil. Und Sidaine entpuppt sich jetzt eben als genau dieses Mädchen. Und interessanterweise entspannt sich jetzt zwischen den beiden so eine kleine Liebesgeschichte, die aber natürlich sehr, sehr bröckelig und bröselig ist durch die Vergangenheit, die die beiden erlebt haben. Und gleichzeitig ist dann noch Tilstirs Freund, der auch zusammen mit ihnen da reist. Und ihn hat sie denn aber nicht verziehen. Oder hat sie ihm verziehen? Also diese Fragen, die werden dort dann auch gestellt. Und aber auch nicht wirklich endgültig beantwortet. Es wird zwar so ein bisschen Hinweise gegeben und es wird auf jeden Fall thematisiert, aber es gibt keine so eine vollständig endgültige Antwort. Das hält das Ganze natürlich auch noch so ein bisschen in der Schwebe. Ist auch sehr gut gelungen. Es gibt viel Action auch im Buch, selbst wenn es nicht ganz so von A nach B verfolgbar ist wie jetzt beim Himmelsturm. Es gibt trotzdem immer wieder schöne Action-Szenen. Und sprachlich gefällt es mir auch sehr gut. Was man überhaupt nicht merkt, ist, dass es von zwei verschiedenen Autoren geschrieben worden ist. Ist das sprachlich wunderbar verknüpft. Wir haben hier auch einige Gedichte bzw. Lieder, die hier vorkommen. Ich selber lese sowas meistens nicht so gern, weil das oft ein bisschen gekünstelt wirkt. Aber hier passt natürlich zur Stimmung, weil Thorwald und Saga und so weiter. Heißt ja auch für Elias von Saga, da muss ja auch mal so ein Lied mal drin vorkommen. Ansonsten ist es sprachlich genauso, wie ich es haben will. Nicht zu überkandidelt, sondern schön glatt und schön eingängig die Sprache und schön direkt. Also genauso, wie ich es haben will. Alles in allem ein guter Teil der Filiasson Saga, ist jetzt bisher eher der schwächste Teil von den dreien, aber das heißt gar nichts, weil die anderen beiden waren einfach sehr, sehr gut. Also vor allem der Teil 2 kann man ohne Bedenken empfehlen. Die Frage ist, ob man es lesen kann, wenn man die Reihe bisher nicht gelesen hat. Da wird es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Also man kann es schon lesen und es wird bestimmt auch Spaß machen, es zu lesen, wenn man die anderen Teile nicht gelesen hat. Aber diese ganzen Feinheiten der Figurenentwicklung und des Figurenspiels wird dann wahrscheinlich einem entgehen. Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen. Euer Dominik Schmeller.